Hast du auch einen Plan B, falls es mit Streaming irgendwann nicht mehr läuft? Ich habe mir, immer wenn ich joggen bin, gucke ich mir die Brücken in Berlin einfach schon ein bisschen genauer an. Nee, ich habe keinen Plan B. Plan B mache ich mir. Also, mein Plan B ist es, einfach einen anderen Job zu machen, wenn Streaming nicht mehr läuft. Ich habe genug Berufserfahrung vorm Stream schon. Kann wahrscheinlich in sehr viele Jobs einfach wieder zurückhüpfen, falls ich Bock habe. Und dadurch, dass ich jetzt auch schon über 2 Jahre relativ erfolgreich, ne? Relativ. Kommt immer darauf an, mit wem man es halt vergleicht. Content Creation mache, könnte ich auch in dem Space wahrscheinlich super, super easy einen Job kriegen. Würdest du sonst auch andere Streamer managen als Plan B? Ich glaube, ich wäre tatsächlich der perfekte Zuarbeiter für einen anderen Streamer. Aber ich glaube, der beste Zuarbeiter für einen Streamer ist halt ein anderer Streamer. Oh mein Gott. Das war eine gute Bombe. Maggie! Das Problem ist halt, verdient man auch viel, viel weniger als ein Streamer verdienen würde. Sprich, warum machen, warum? Das war dieser rote Kreis, ne? Ja. Oh mein Gott. Was war das? Das ist nicht Plan B, das ist immer Plan Z. Oben in Reaktor. Ja. Ich bin haarscharf entkommen, ne? Hast du die defused oder? Oder standest du in der Ecke? Nee, dann wurde feine Katze wahrscheinlich von der Bombe gekillt, weil ich stand oben rechts in der letzten Ecke. Hey, Reason mit einsteigen, ja, Leute. Leute. Werdet mal bitte nicht zu spezifisch, okay? Sehr unwahrscheinlich, dass ich im nächsten Jahr irgendwann aufhören werde zu streamen. So. Da muss viel passieren. Dafür verdient Streamer einfach zu gut. Jetzt bin ich gerade irgendwem im Y gekreuzt. Da habe ich nämlich noch den Rand der Bombe gesehen. Okay, und Jeff, du willst. Aber du bist auf jeden Fall Richtung D-Kong rausgekommen, ne? Ich hör mal bitte auf, meinen Abgang zu planen. Ja, da wäre ich sehr froh. Ich bin runtergerannt. Dann war ich unten vor der D-Kong, bin wieder hochgekommen. Dann habe ich Smaggy in der D-Kong gesehen, wie er gerade noch die Bombe gedodged ist. Ja, war, sag ich ja, war haarscharf. Ich hab ihn noch gar nicht gesehen. Ja. Wie groß ist der Radius eigentlich? Sehr groß. Ihr könnt rechts auf den Computer klicken. Ich glaube, Seite 4 ist das. Du kannst fast komplett Reaktorlabor abnehmen. Vermutlich ist doch der Imposter dann in den Vent gesprungen, oder? Also besonders hier das auf Mira. Das ist sehr likely, ja. Ja, aber das darf. Also als die erste Bombe in Launchpad gefallen ist, sah das nicht so groß aus vom Feld her. Weil die wahrscheinlich sehr weit oben links gesetzt wurde. Die war an dem linken Taskteil. Also ich glaube, die Bombe ist halt kurz vor Decon gesetzt worden. Ja, ja, also Shoshi kam genau daher. Der Bomber ist entweder in den Vent gesprungen oder es ist Shoshi. Ich kam von oben mit Jeff. Also ich war oben, wie gesagt, im Reaktor mit... Aber das hindert sich ja nicht daran, die Bombe zu placen. Nee, genau deswegen meine ich ja. Also ich war auf jeden Fall da oben. Ich habe Licht gefixt. Ich war auf der rechten Seite natürlich auch Smaggy oder Chef. Wie lange dauert das, bis die Bombe visible wird? Wie lange? Was kann ich das mal ja nachgucken? 3 Sekunden. 3. Flash und Judy waren dafür war ich dann zu weit weg schon. Wenn ihr sagt, es ist so weit. Wenn die nochmal... Die dauert schon nochmal 4-5 Sekunden. Kann man selber sterben, wenn man drinnen bleibt? Ja, ja. Kann auch sein, wenn töten. Ja, also es könnte auch feine Katze die Bombe reinschieben, also die sie übergelegt haben. Im Vent stirbt man auch, ne? Wenn du drunter im Vent stirbst, stirbst du auch. Also... Können wir tatsächlich einfach aufgeben. Ah ja. Wer gibt auf? Ja. Diesmal haben wir einen Bomber mit drinnen, der hat Items hochgejagt. Der... Ah, der Items komplett hochgejagt. Also, zumindest 2023 werdet ihr auf jeden Fall noch ein bisschen mit mir klarkommen müssen, Chat. Die Ratten. Oh, da... Hehehe. Wusstet ihr, dass fast 40% der Zuschauer noch kein Abo auf den Kanal haben? Drückt also gern den roten Abo-Knopf.
wenn ihr öfter mit am Start seid, um Flesk ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Oh nein, der arme Kerl. Ja, er ist in der Bombe gestorben. Aber warum ist er weggerannt? Warum ist er die. Also, wir standen. Ich glaube, der war in der Task, oder? Nee. Wir standen am Balcony mit ihm gemeinsam ganz rechts. Und dann kam Shelly. Aber er ist nach oben gelaufen zum Tisch. Naja, da ging halt ein Time Master hoch, oder nicht? Achso. Ja, aber erst nach der Bombe. Also ja. Der. Ja, die Bombe hat nee, Time Master getriggert, dachte ich. Ja. Ich dachte, das kann ich mit dodgen. Das aber, geht, ja? Ja. Krass. Aber dann, wenn Terste, dann war Terste nicht Time Master, oder? Nee, dann ist noch Leben. Außer da unten war jetzt ein Killer, der hat das dann einfach nur mal den Nagel. Ja, nee, genau. Ich überlege mir gerade, wenn Time Master getriggert worden ist durch die Bombe. Ja, dann war Terste nicht Time Master, dann muss Terste ja irgendwo gekillt worden sein. Oh nein, wurde der Arme dann in die Bombe reingefunden? Ja, geht ja nicht zeitlich. Dass die Bombe nein, da nee. Unten lag und 3 Sekunden davor ist Shoshi wieder nach oben gelaufen, ne? Ja, ich nur, bin nur so eine Parallele, die. Ja, du, das. Aber dann hast du ja auch Parallelen. Das stimmt. Aber ich kann der Bomber sich selber umbringen mit der Bombe? Ja. Ja. Okay. Also außer Schild und Mini schützt dich vor Bombe, sonst kann jeder dran krepieren. Mini schützt dich auch vor Bombe? Ja. What? Wollen wir Shoshi aber noch drin lassen? Weil ich würde gerne mehr über die Bomben erfahren. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Einfach so wie man dann wollte man lieber Smaggy, oder? Okay. Time Master. Nee, Smaggy macht nichts. Ups. Wer war Time Master? Time Master war irgendwer, der wahrscheinlich eine Bombe drinnen stand. Ich war in Appentame, dann kam der Time Master, wurde zurückgespult, bin in den Gang rein, bin dann in Licht reingelaufen und da stand Shoshi oder wer stand am PC? Der Time Master wird doch rausgegessen. Ja, ich stand oben. Ich wollte Licht fixen. Ja, aber es weiß. Niemand. Aber ist Terste safe unten? Der liegt ja, hier. Okay, also der ist an der Bombe gestorben. Ja. Okay. Würde ich zumindest jetzt von ausgehen. Oder halt, wie gesagt, danach hat ihn jemand gekillt. Also. Wir standen da bei uns auf dem Haufen hier. Kaioken, ich. Ich. Ja, oberhalb Cafeteria halt, außerhalb des Radios. Ja, stimmt, Franz, ja klar. Ja. Ja, es ist der Time Master wirklich einfach in der Bombe drin gestanden. Und dann wird der Time Master natürlich auch nicht sagen, wenn er Time Master ist, weil ansonsten einfach rausgegessen wird. Und ich gehe davon aus, dass es auch nicht Terste war. Weil der wäre ja da nicht gestorben. Außer der. Ey! Maggie? War der Sheriff, alles passiert? Gut. War das die Bombe, alles gut, oder? War der Sheriff. Ich glaube eher, das war der Thief, oder? Oh, nice. Weil jeder will den Bomber haben. tatsächlich hab ich den Bomber schon oft genug gespielt. Also für mich ist das keine ja, neue come Rolle. On. Ja, okay. Ja, was ist das denn für. Der andere Flex Maggie, ey. Nein, das ist ja kein Flex, aber so. Das ist ja nicht mal so ein Humble Flex, das ist ja einfach nur. Ja, also das Argument. Also halt, ich will den Bomber nicht haben. Ich war schon so oft trotzdem, Bomber. Nein, das sollte halt einfach nur sein. Weniger als wir. Also Chef ist es nicht. Das glaube ich ja weniger. Der von ich stand in der Ecke im Moment. Passt mal auf, ich könnte ja jetzt Smaggy einfach mal auf Bomber gessen oder auf Sheriff. Was wollt ihr? Nee, mach das nicht. Auf Bomber. Achso, hat er geschossen oder was? Ja. Ja. Weil wenn er nicht Bomber ist, dann müsste er jetzt eigentlich Sheriff sein, oder? Ja. Aber sag mir, ob du Bomben oder Sheriff gässt. Nee, ich gerade A, ob ich es mache und B, ob ich euch sage, was guck ich gässe. Guck mal, egal was du gässt, ein Crewmate wird dabei sterben. Lass es einfach. Ja, aber ja, wir haben dann die Möglichkeit, den Bomber rauszuhauen, wenn es nämlich nicht so ist. Ja aber wir wissen doch, dass Shoshi Bomber ist. Wenn jetzt Smaggy draufgeschossen hat und wir haben in der nächsten Runde wieder eine Bombe. Ja, guck mal, Shoshi kam von oben wieder. Also, ich weiß nicht. Wenn wir jetzt nochmal eine Bombe haben, dann wissen wir doch, dass Maggie der Bomber ist, oder? Ja. Also, ich hoffe, du weißt, wenn du jetzt Bomber bist, musst du direkt nach dem Meeting eine Bombe placen, ne? Einfach nur für den Joke. Ja, hoffentlich klar jetzt. Also. Wie funktioniert das Diffusen der Bombe eigentlich? Du gehst an die Bombe und dann klickst du drauf einfach. Diffuse? Ja, es ist wirklich okay. Es ist super. Okay. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Ich check das gerade. Ich bin immer gerannt. Gerannt. War das lang? Ja. Kommt, ich kann übrigens nicht gessen, nur am Rande. Ich habe es nur gesagt. Mann, ja, ja. Kann jemand gessen? Ich kann als Wutscher nicht gessen. Bomber Diffuse Time, 3 Sekunden. Okay. Wie lange bis sie hochgeht? 7,5 Sekunden. Ihr habt doch alle Settings immer da rechts knapp mit dem Button jetzt, ne? Also.
Das heißt, wenn du daneben stehst, kannst du es easy diffusen. Achso, Maluris, ich kann, wenn ich die Settings aufhab, kann ich trotzdem interagieren und voten und so, ne? Das ist vielleicht schwierig. Settings. Das ist ein Feature. Ah ja, sehr gut. Das ist ein Feature. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube es mir geht, dass er Sheriff ist. Ich glaube das einfach. Dann weiß ich natürlich nicht, wer der zweite Imposter ist. Weil Jeff versucht hat, Shoshi rauszunehmen, glaube ich, ne? So halb zumindest. So halb. So, wir gehen hier mal rüber. Smacky Smackmeister hat mir hier eine Trap hingelegt, glaube ich. Ja, wir werden ja sehen, ob Shoshi Gesser war. Wenn nicht, dann bin ich jetzt natürlich tot. Malöres, Holler und Vivi stehen hier. Malöres steht aber nur drauf, weil er nicht sieht, dass ich Engineer bin. Wahrscheinlich. Julie, Malöres und Vivi laufen. Malöres und Vivi laufen zusammen weg. Roller lebt noch. Julie, Vivi waren hier drin, oder? Aber Julie scheint auch einfach nur Tasks zu machen, so. Hier ist Maggie gerade rumgelaufen. Kaioken und Julie. Und Franz. Wir haben eine Witch, glaube ich, oder? Die gerade witcht. Nevermind. Ich habe Shelly gefunden. Auf dem Weg zum Launchpad unten im Gang. Warum killt ihr so langsam? Was ist da los? Das war ja, ich hab die ganze Zeit Bomben gesucht. Ich wollte unbedingt Bombe defusen mal. Ja, aber der Bomber ist ja tot. Dank Smaggy. Ich glaube, dass Smaggy tatsächlich eher der Thief war und Bomber okay. war. Okay, Moment. Vlesk ist gewendet und wurde gerade als Engineer rausgegessen, glaube ich. Malöres okay. könnte es sein. Malöres hat's gesehen. Ja, aber das haben sehr viele Leute gesehen. Und vor allem, wenn der Vent dann blau ist und wir alle auf einem Haufen stehen. Ich glaube, der erste war Imposter. Wurde durch die Bombe getötet. Smaggy hat Shoshi umgebracht und ist jetzt selbst Bomber. Aber liegt keine Bombe mehr, sondern tötet normal. Genau. Und vorher hat jetzt gerade alle rausgegessen. Ist möglich. Nee, Smaggy ist nicht richtig. Nee, ist dann Smaggy. Ich war schon so auf Bomber. Ja, Franz, bist du Gesser? Willst du mal Smaggy auf Bomber gessen? Ja, ich bin gerade dabei zu gucken, ob ich es möchte, aber Smaggy kann sich auch vergessen, wenn er möchte. Das hilft mir ungeheuer. Aber ich mach's einfach, ich habe noch drei Aufgaben vor mir. Smaggy, Bomber. Oh. Nice! Smaggy, ich hab schon so oft Bomber gespielt. Ich bin ein Veteran, ich würde den nicht klauen. Ist mir zu langweilig. Aber ich, weißt du, ich dachte mir dann irgendwann nur so, ja, jetzt kann ich die Bombe hinlegen, wo ich will, ich werde eh spätestens nächste Runde gegessen. So, keine Chance, ja. Also ich muss ganz kurz sagen, ich bin direkt hingelaufen, als ich sie mitgekriegt habe, habe sie sofort gefunden, innerhalb von einer Sekunde, habe defused, aber es reicht halt von der Zeit nicht. Wenn die 3 Sekunden braucht, um sichtbar zu werden und dann 3,5 Sekunden läuft. Nee, ab dem Zeitpunkt, wo sie sichtbar ist, braucht sie 7,5 Sekunden zum Detonieren.
Ich wollte sie diffusen mit meinem Timesheet. Selbst dann hast du bei einem 3-Sekunden-Diffuse, ohne dass der Timer gestoppt wird, 4,5 Sekunden, bis du sie erreicht haben musst. Ja, du musst halt zwei Sekunden. Aus Geschwindigkeit und Range ist es nicht möglich. Ja, rauslaufen. Muss ich halt entscheiden, ne? Du musst halt rein. Also, du kannst halt gut diffusen, wenn du Time Master bist. Hi. So gut hast du nicht diffused, wenn ich mal Terce angucke. Ja, Terce hat. Terce. Wie ist das? Widerspricht er. Ich wollte ja entschärfen, Freunde, ne? Ich dachte, kommt für die. Ist eigentlich der ganze rote Kreis deine Explosionsradius? Ja. Nee, der rote Kreis ist quasi der Hörradius und du kannst separat einstellen, wie weit man sie hört und wie weit sie explodiert. Also ich sehe gar nicht, wie weit der Explosionsradius ist. Ja, sagen wir mal so, du halt dich einfach vom roten Kreis fern. Renn einfach so weg, wie du kannst und versuch nicht sozial zu sein und sie entschärfen zu wollen, weil das ist immer dein Tod. Maggie, willst du reinkommen? Ich ist ein bisschen mit Kabeln spielen. Nee, Maggie hat schon so viele Runden Among Us gespielt. Ey, weißt du? Stimmt, ja. Das Ding ist, ich habe die da oben gelegt und ich war so überrascht vom Radius. Ich so, oh, kommen die da überhaupt weg?